Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich euch die unbestrittenen 10 schönsten Gameboy-Cover ever vorstellen. Okay, gut, das mag vielleicht etwas übertrieben sein, denn wie immer, diese Auswahl ist natürlich sehr subjektiv getroffen. Und wenn ihr andere Ideen habt und irgendwelche Cover habt, die ihr wirklich abfeiert, haut es einfach mal in die Kommentare rein, würde mich sehr freuen. Jedes der Spiele, die ich hier rausgesucht habe, hat diesen Platz in dieser Liste durch ganz besondere Eigenschaften erlangt. Und da möchte ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Ich hoffe, ich habe eine ganz gute Auswahl hier getroffen aus meiner Sammlung. Aber genug der langen Vorrede, fangen wir mit dem ersten Titel an. Und zwar Quirk. Ich meine, was ist an diesem Cover nicht zu lieben? Ihr habt eine Tomate mit einem grünen Irokesenhaarschnitt und einer Sonnenbrille, die irgendwie aus einer Art Labyrinth herausläuft. Ich meine, mehr 90er geht doch nicht, oder? Wo irgendwie alles edgy und sonst was sein musste. Wunderbares Cover. Ich habe das Spiel auch als Kind damals gehabt und schon da fand ich dieses Cover sehr ansprechend, seltsam irgendwie. Das Spiel an sich hat eigentlich mit diesem Cover nichts zu tun. Also der Protagonist, ihr spielt diese Tomate, ist ein kleines Puzzlespiel, wo ihr einen kleinen Hindernisparcours ablaufen müsst. Es gibt halt immer verschiedene Hindernistypen, die ihr dann umgehen müsst. Ja, das Cover verspricht auf jeden Fall mehr Action, als das Spiel denn eigentlich einhält. Das nächste Spiel ist Mercenary Force. Und zwar auf den ersten Blick werdet ihr gleich sehen, dieser Grafikstil, der ist einfach Hammer. Der ist irgendwie so neutral und ist immer noch modern, wobei auf den ersten Blick mag man vielleicht denken, okay, das hat irgendwas mit Feuerwehrmännern zu tun oder ähnliches. So ist es nicht. Es ist eine Art, ein spezielles Shoot'em'up. Und zwar spielt er da eine Söldnertruppe. Also hier im normalen Shoot'em'up spielt ja meistens ja irgendein Raumschiff und fliegt dann im Weltraum entlang oder ähnliches. In diesem Spiel spielt ihr eine Söldnertruppe, die ihr aus verschiedenen Trupptypen zusammenstellen könnt und geht dann da halt damit durch die Level, könnt Formationen wechseln und so weiter. Also das Spiel an sich ist auch ein echter Geheimtipp. Ich habe das Gefühl, das wird gar nicht so oft genannt. Aber dieses Cover, das hat mich wirklich auf der Börse, als ich das gesehen habe, wirklich angezogen und ich musste das Spiel haben. Ich wusste gar nicht, was sich dahinter versteckt, dass sich da so ein gutes Spiel dahinter versteckt. Das ist quasi ein guter Bonus. Aber dieses Cover, dieser Artstil, boah, herrlich. Denn das nächste Spiel ist Pinball Revenge of the Gator. Auch das habe ich als Kind gehabt, ist ein sehr, sehr gutes Pinball-Spiel von den Hell Laboratories. Meine englische Aussprache ist heute wieder perfekt, ihr merkt es schon. Und das hat im Prinzip, dieses Cover hat mich als Kind verwirrt, weil das Spiel hatte ich auch als Kind und ich wusste gar nicht, was ich dahinter verstecken sollte, weil ihr habt da Alligatoren, die mit dem Schwanz irgendwelche Bälle wegschlagen. Ich wusste damals als Kind nicht so unbedingt, dass es diese Flippers gibt. Und beziehungsweise, ihr habt es vielleicht mal gesehen, aber ich habe das nicht in Verbindung gebracht. Auch hier verspricht das Cover wesentlich mehr Action, als das Spiel einhält. Auch hier, das Spiel ist super in Ordnung, ist ein super Flipper. Nachteil ist halt, dass es nur ein Tisch ist. Dafür habt ihr den relativ gut ausgebaut. Aber dieses Cover, das zieht einen sofort rein und wenn ihr das Spiel startet, dann erwarten euch auch gleich so tanzende Alligatoren und so weiter und das wird hier auch aufgefangen. Ha, herrliches Ding. Als nächstes habe ich hier Cosmo Tank und zwar auch hier gefällt mir halt der Artstyle so extrem. Schon allein dieser Schriftzug, das hat so einen starken 80er Vibe und natürlich auch dann diese Cockpit-Ansicht dahinter. Das verspricht doch schon so wirklich epische Abenteuer. Auch das Spiel, was dahinter ist, ist ein sehr, sehr gutes Actionspiel, was so ein bisschen zweigeteilt ist. Also der erste Teil ist, ihr spielt einen Panzer aus der Draufsicht, fahrt durch eine Gegend und schießt da auf Sachen. Die Besonderheit kommt dann, wenn ihr in einen Höhleneingang fahrt, nämlich dann wechselt das Spiel seine Spielansicht in die Ego-Perspektive und so ist das Spielablauf dann plötzlich komplett
anders und auch sehr gut umgesetzt war. Ne? Ego-Perspektive und Gameboy, da mag der ein oder andere von euch vielleicht denken, ob das wirklich so gut klappt, aber das klappt hier wunderbar. Ihr bewegt euch natürlich von Feld zu Feld und ist nicht so flüssig wie in Doom oder ähnliches. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß und diese Kombination, also da verspricht auch dieses Cover wirklich viel Action und wie gesagt, das habe ich ausgewählt, zum Prinzip so die 80, gefühlte 80er Thematik mit diesem herrlichen Schriftzug. Wunderbar. Als nächstes habe ich euch ein japanisches Originalspiel, Nubo. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal einen Test dazu gesehen, das habe ich ja auch nicht umsonst als meinen Kanal-Trailer genommen. Dieses Cover ist so simpel und zurückgezogen. Konzentriert sich natürlich auf den Charakter, den Nubo. Fun Fact am Rande, das ist ein Maskottchen einer Bäckerei in Tokio. Und das ist so einfach gezeichnet, versprüht aber dadurch perfekt diesen sympathischen Feel-Good-Charme dieses Spiels. Also das Spiel ist im Prinzip eine Art Rätselplattformer, ist sehr leicht und ihr steuert halt den etwas korpulenteren Nubo durch die Gegend und müsst so kleinere Rätsel lösen. Das ist denn nicht immer groß, was jetzt was besonders schwer ist. Also zum Beispiel versperrt euch da ein Hund den Weg, ne? Aber im Bildschirm davor habt ihr einen Stock gefunden, den ihr halt aufnehmen könnt. Könnt ihr euch natürlich ausmalen, wie die Rätselslösung ist. Ihr nehmt den Stock, werft ihn, der Hund läuft nach und dadurch ist das Rätsel gelöst. Also in der Hinsicht spielt sich alles ab. Ihr könnt auch nicht springen, ihr könnt aber auch nicht sterben. Es ist halt wirklich so ein Feel-Good-Spiel, was diese Optik dieses Covers sehr gut rüberbringt. Also das Spiel sieht natürlich ein bisschen besser aus als dieses sehr einfach gezeichnete Cover, aber die Musik und sowas, es umarmt euch und wie so eine schöne, flauschige Decke nach einem langen, schweren Arbeitstag und so, hey komm, spiel mit mir, wir wollen ein bisschen gute Laune haben. So ist das Spiel und das spiegelt das Cover wirklich sehr gut wieder. Als nächstes habe ich euch Boomer's Adventure in Esmic World mitgebracht. Boah, schwieriger Titel, ist glaube nur in Japan und in USA erschienen, ich glaube in Europa nicht, aber das unter Vorbehalt, da bin ich jetzt gerade auf wackeligem Terrain unterwegs. Auch hier, dieser besondere Stil hat mich immer wieder zu diesem Spiel hingezogen. Schon allein die Auswahl der Farben, dieses Pinke des Charakters und eher so ein dunkler Hintergrund und auch der Zeichenstil fand ich immer irgendwie anziehend, weil das dann doch aus dieser Masse dieser 0815 Cover irgendwie heraussticht. Als ich das Spiel gespielt habe, kam so ein bisschen die Enttäuschung. Also es ist ein Rätselspiel, wo ihr den Charakter durch einen Turm, also Ebene für Ebene steuert. Und das ist ein kleines Rätselspiel, ne? Ihr müsst Gegnern ausweichen und so weiter, Schlüssel finden. Also das Spiel an sich ist okay, aber das ist wirklich das Cover das Beste an dem Spiel, sagen wir es mal so. Aber ihr könnt wahrscheinlich sehen, warum ich das jetzt ausgewählt habe, weil es einfach so sehr ins Auge sticht. Und als nächstes habe ich euch Hayanku Alien mitgebracht. Auch hier werdet ihr wahrscheinlich sehen, warum ich das ausgesucht habe. Auch hier der große rote, strahlend rote Hintergrund mit dieser Zeichnung, dieser Figur, wo man nicht so richtig weiß, was das sein soll. Natürlich noch der Name dazu, auch hier leider nur in Japan und in den USA erschienen, nicht bei uns in Europa. Ich habe es nur nicht so groß gespielt, es ist auch relativ frisch in meiner Sammlung. Es ist im Prinzip auch ein Rätselspiel, also ihr habt so ein labyrinthartiges Oberwelt, wo ihr dann halt natürlich mit Gängen und so weiter, wo halt dann Feinde sind und ihr müsst euch den auf Weg zum Ausgang kämpfen und die Feinde erledigt ihr, indem ihr Löcher grabt. Ne? Also ihr grabt ein Loch, dann geht der Gegner da hoffentlich irgendwann rein und wenn er da drin ist, dann schnell zugraben, damit ist er erledigt. Ne? Gibt ja einige Spiele mit diesem Prinzip, hat auch zwei Spielmodi. Das Spiel, also einmal so ein klassischer Modus, also anscheinend ist das Original etwas älter und halt ein bisschen aufgebaut drin für den Gameboy. Wird auch irgendwann mal ein Test auf jeden Fall dazu kommen. Ich weiß, viele von euch feiern das Spiel ziemlich ab, deswegen habe ich da relativ hohe Erwartungen auch dran, muss ich sagen. Aber dieses Cover, ne, dieser rote Hintergrund mit diesen gezeichneten, ich finde, das drückt auch einen gewissen Mut der Entwickler irgendwie aus, weil so ein anderes Cover einfach mal zu nehmen, wo der Großteil ja relativ gleich aussieht, Respekt, Hut ab. Als nächstes habe ich euch DuckTales mitgebracht. Das ist vielleicht vom Cover her
nicht so großartig, besonders viele von euch werden es kennen, aber auch hier passt das Cover perfekt zum Spiel. Ich glaube, es ist auch eine Grafik der Serie, wie ich das richtig im Kopf habe. Und ja klar, es ist natürlich Spiel zur Serie, deswegen passt das. Aber das Spiel bereitet euch wunderbare Abenteuer und genau das verspricht dieses Cover irgendwie. Ne? Ihr habt da Action, ihr habt einen Hubschrauber, ihr habt da alle Charaktere, die da mitspielen. Und ja, zum Spiel an sich muss ich glaube ich nicht viel sagen. Die allermeisten Fans euch kennen, ist im Prinzip ein Pflichttitel für den Gameboy. Ein wunderbarer Plattformer, wo ja Onkel Dagobert mit seinem Pogo-Stick durch verschiedene Welten steuert. Ich habe es damals als Kind geliebt und gesuchtet und heute ist das auch nicht viel anders. Als nächstes habe ich einen Lieblingstitel für den Gameboy, einen Guilty Pleasure vielleicht von mir, zwar Fortress of Fear. Die meisten werden euch wahrscheinlich, die mich regelmäßig sehen, werden sich wahrscheinlich schon gefragt haben, okay, da kommt das Cover doch hier bestimmt auch rein. Es ist einfach ein wunderbares Cover, was auch mit dem Spiel an sich nicht so viel zu tun hatte, leider. Und zwar ist es also, ja, vom Cover ein halbnackten Barbarenkrieger wie Conan, der mit so einem Schwert irgendwelche Schlangenwesen bekämpft. Ja, wenn ihr das Spiel startet, werden es wahrscheinlich viele von euch damals gehabt haben, die das Spiel gehabt haben. Der Protagonist sieht irgendwie nicht so aus wie da auf dem Cover. Ich meine, ist auch cool, ist es ein Ritter, ne? So in voller Rüstung und so weiter. Aber irgendwie verliert er dann doch so ein bisschen das Epische, was hier versprochen wird. Aber dieses Coverbild, das hat sich einfach bei mir so eingebrannt, auch weil hier so viel Abenteuer versprochen werden. Das Spiel an sich ist ein solider Plattformer, hat starke Schwächen, vor allem im Sprungverhalten ist sehr schwer. Ich liebe das Spiel aber trotzdem abgöttisch, auch wenn man wirklich neutral betrachtet, das Spiel nicht perfekt ist leider. Dann als letztes Spiel habe ich euch auch ein weiteres Lieblingsspiel von mir mitgebracht für den Game Boy, aber in einer anderen Version. Und zwar Link's Awakening, und zwar das japanische Cover. Während das europäische oder das westliche Cover ja sich relativ zurückhält, ihr habt da diese goldene Verpackung, was schon so spricht, dass es was Besonderes ist, aber es hat dieses Zelda-Schild, wie analog zu Link to the Past für das Super Nintendo. Und diese japanische Version, klar, diesen Anime-Stil muss man mögen, klar, gebe ich zu. Aber auch hier, das versprüht gleich viel mehr Abenteuer und viel mehr Charme. Das ist nicht ganz so mysteriös wie das westliche Cover. Aber ihr seht ja Link, wie er da so aus den Wäldern rausspringt. Ihr habt da die Hauptcharaktere mit der Eule, mit den Mädchen. Marian heißt sie, glaube ich. Oh Gott, oh Gott. Als mein Lieblingsspiel und ich habe den Namen vergessen. Und ich weiß nicht, das hätte mich damals vielleicht sogar noch mehr zu dem Spiel gezogen und ist einfach mal wirklich was erfrischend anderes für uns als westliche Sehgewohnheiten. Das war meine Auswahl der 10 allerbesten Gameboy Cover aller Zeiten. Wie gesagt, falls ihr auch noch Ideen habt, welches Cover ihr so richtig abfeiert, ab in die Kommentare damit. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.